Wir dabei ebenso in Startposition. Der Start ist erfolgt für den Preis der Mikfonds. König Hollow ist etwas hinter den Pferden abgesprungen. Kenry Wasch ist am schnellsten flott, übernimmt sofort das Kommando gemeinsam mit Atlantic Cup. Das Tempo ist vom Fleck weg sehr, sehr gut. Außen Atlantic Cup hat einen knappen Vorteil gegenüber Kenry Wasch. Dahinter dann Nadim Alvar in dritter Position. Ganz an der Außenseite galoppiert Brianna Bay. So geht es bereits in den Schlussbogen hinein. Und Atlantic Cup mit der Führung. Kenry Wasch innen, außen daneben dann Brianna Bay. Dahinter folgt Nadim Alvar vor Action Pure, begleitet von Egret Coquette. Dann die Farben von Lord of Karma und am Schluss des Feldes Königin Hollow. So geht es durch den Schlussbogen hindurch in Richtung der Zielgeraden und Königin Cup. Atlantic Cup hat das Kommando vor Kenry Wasch, dann Nadim Alvar dahinter, Brianna Bay ganz an der Außenseite, Egret Coquette, Action Pure und Lord of Karma mit Königin Hollow, die jetzt den Platz verbessern kann. Es geht in die Zielgerade hinein und vorne ist jetzt Atlantic Cup noch immer mit Kenry Wasch innen. Kenry Wasch übernimmt das Kommando jetzt vor Atlantic Cup. Kenry Wasch ist vorne, jetzt kommt aber auch Egret Coquette in der Bahnmitte, aber Kenry Wasch macht sich vorne frei. Kenry Wasch an der Spitze, Kenry Cup löst sich vorne, Kenry Wasch ist vorne und Kenry Wasch wird auch nicht mehr in Gefahr kommen. Kenry Wasch auf den 100 Metern, auf den letzten wichtigen 100 Metern, kommt nach Hause, Kenry Wasch gewinnt, dahinter Atlantic Cup. Egret Coquette ist dritte, vierte dann Lord of Karma vor Königin Hollow, vor Brianna Bayner, die Mai war und letzte ist Action Pure. Der vorläufige Richterspruch im vierten Rennenpreis der Mikfonds. Gewonnen hat die Nummer 5 Kenry Wasch mit Raphael Schistor. Auf dem zweiten Platz die 1 Atlantic Cup. Und drittes Pferd war die 6 Egret Coquette.